Also diese Hart aber Fair-Sendung gestern war wirklich das Allerschlimmste, was ich in den öffentlich-rechtlichen Medien jemals gesehen habe. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und Hart aber Fair sollte eigentlich umbenannt werden, entweder in Gerichtstribunal oder einfach in die Sendung 7 gegen 1. Denn nichts anderes war das gestern, als man eben über Extremismus und so weiter geredet hat. Es gab einen einzigen AfD-Abgeordneten, der eben von allen anderen Seiten ins Kreuzverhör genommen wurde. Und der Moderator Luis Klamrohr hat noch nicht mal den Anschein, also noch nicht mal ansatzweise im geringsten, kleinsten Atom irgendwie den Anschein einer neutralen Instanz oder so vermitteln wollen, sondern es ging von Anfang an, also nicht ganz am Anfang, da hat man erstmal nur über Colin Fernandes und eine Mitarbeiterin vom DFB berichtet und deren Erfahrungen mit Rechtsextremismus. In der zweiten halben Stunde kamen dann die Politiker dazu und dann ging es wirklich halt eben nur noch im Kreuzverhör. Und der Abgeordnete von der AfD, ja, der wurde wirklich permanent unterbrochen, konnte nicht einen einzigen Satz zu Ende reden. Am besten fand ich hier immer die Abgeordnete der Grünen, Lamia Kador, ne, die wirklich dem Abgeordneten permanent ins Wort gefallen ist und dann sich auch noch beschwert hat, dass sie beim Unterbrechen nicht mal ausreden darf, ja? Und das finde ich wirklich so heftig, weil wenn man sich am Anfang immer anschaut, dass dann ein Herr Vogt von der Union in Thüringen erstmal minutenlang seine Ausführung machen kann, dann eben auch Lamia Kador von den Grünen und dann, sobald eben der Moderator dem Herrn Holm von der AfD eine Frage stellt, er nicht mal einen einzigen Satz sprechen konnte, ohne dass beispielsweise die Grüne dazwischen fährt. Und das ist natürlich eine katastrophale Leistung, vor allem des Moderators, der zu einer desaströsen Sendung führt. Wie das Ganze in der Praxis dann ausgesehen hat, zeigt hier mal ganz kurz exemplarisch dieses 40-sekündige Beispiel. Das bedeutet, dass wir natürlich unsere Menschen zuerst in Arbeit bringen wollen. So, ja? Diejenigen, die hier aufgewachsen sind, die hier ihren Anfang nehmen, ihre Familien gründen. Wer sind denn Ihre Lassen Sie Menschen? mich doch jetzt Nee, mal ich bitte möchte das ausreden. jetzt auch mal Nein, ich wissen. möchte Was jetzt sagen Sie jetzt mal über bitte? diejenigen reden, die hier aufgewachsen sind, die ihre Schule absolviert haben, die eine Lehre angefangen Wer haben sind oder denn die ein nun? Studium Was abgeschlossen unsere haben. Menschen? Das sind die Oder Ihre Menschen. Menschen? Das sind alle Deutschen, die hier leben. Wer ist denn für Sie So, Deutscher? Und Das die möchte ich sollen schon mal natürlich wissen. Die zuerst Frage die sind Sie Jobs durchgelassen. bekommen, die Wer hier ist denn für Sie angeboten Deutscher, werden. Herr Holm? Wer ist denn Deutsch? Ich rede jetzt über Ja, ich wollte es Arbeitskräfte wissen. von Fragen Sie doch Thematik. bitte die Hören Sie Frage. doch einfach kurz zu. Stellen Hören Sie doch hinterher die Sie Frage doch die dazu Frage, stellen. bitte. Hören Sie zu. Und kommen Sie zu der Es Frage geht darum, ich will aber einmal, weil Herr Holm. Ja, also das ist dann das berühmt-berüchtigte inhaltliche Stellen der Position von der Partei. Und das geht die ganze Sendung dann so weiter. Es ist nicht mehr anzuschauen, ja. Es ist wirklich einfach nur noch eine reine und pure Katastrophe. Doch wir wollen jetzt mal noch einen anderen Blick auf die öffentlich-rechtlichen Medien werfen. Denn ich meine, jedem von uns, euch genauso wie mir, ist natürlich der diese politische Szene intensiv und kritisch beleuchtet, schon lange bewusst, dass es eine massive linke Schlagseite in den öffentlich-rechtlichen Medien gibt. Aber wie groß diese tatsächlich ist, das offenbart jetzt hier eine neue Studie, die ich hier vorliegen habe von der Universität Mainz, die jetzt mal genau was untersuchen wollte, nämlich fehlt da was? Perspektivenvielfalt in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten. Formaten. Und am Ende kommt diese Studie zu einem Fazit, was eigentlich weitaus moderater ist, als die Ergebnisse eigentlich selbst dort dieser Studie dokumentieren. Ich habe jetzt mal einige Beiträge bzw. Passagen dieser Stufe hier für euch markiert, die ich mit euch durchgehen möchte. Erstmal hier am Anfang zur Ausgangslage. Die Berichterstattung deutscher Nachrichtenmedien im Allgemeinen und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Besonderen steht spätestens seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-16 in der Kritik. Dabei werden aus unterschiedlichen Richtungen immer wieder Vorwürfe laut, die Medien würden Fakten falsch darstellen,
Lügenpresse, einseitig linke Parteien und progressive Positionen bevorzugen, Liberal Bias, und sich somit in ihrer Berichterstattung kaum noch voneinander unterscheiden, Selbstangleichung. Von der gefühlten Mehrheitsmeinung abweichende Positionen würden nicht transportiert oder sogar explizit abgelehnt. Die Bevölkerungsmeinung auf diese Weise manipuliert. So, und wie man jetzt gleich an dieser Studie sehen kann, sind all diese Vorwürfe durchaus berechtigt, ja? Was wurde genau untersucht? Insgesamt kann man hier jetzt gleich auf einer der nächsten Seiten sehen, haben die sich 9.389 Beiträge hier angeschaut, über einen Zeitraum von 3 Monaten im Jahr 2023 und dann mit den unterschiedlichsten Formaten. Und das geht dann erstmal ganz harmlos los. Also man sieht dann hier zum Beispiel erstmal hier die thematische Schwerpunkte und so. Also es wird über Politik, innere Sicherheit, Außen, Wirtschaft und so weiter geredet. Ja, alles recht ausgewogen. Und das sind immer die jeweiligen Vergleichsmedien, also die halt nicht aus den Öffentlich-Rechtlichen sind. So, dann geht es hier weiter zum Beispiel mit den unterschiedlichen Akteuren und der Vielfalt dieser. Also zum Beispiel sehen wir, dass allgemein die Politiker und die deutsche Politik insbesondere ein enormes Übergewicht haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in anderen privaten Medien auch. Und das finde ich schon mal an sich sehr kritisch. Zum Beispiel, dass international viel zu wenig darüber mit einbezogen wird. Also wie zum Beispiel internationale Politik und Medien auch zu der deutschen Politik und so weiter stehen. Ja. Und jetzt gehen wir aber mal auf die richtig spannenden Sachen ein. Nämlich die erwähnten und zu Wort kommenden Parteien in öffentlich-rechtlichen Formaten und Vergleichsmedien. Und hier sehen wir jetzt schon mal, schaut mal, sowohl bei den Privaten als auch bei den öffentlichen kommen vor allem die Regierungsparteien hier ganz als erstes immer zu Wort und über die wird berichtet. So, jetzt muss man aber natürlich folgenderweise sagen, das ist, steht auch in der Studie drin, zu einem gewissen Maß völlig logisch, ja, weil ja die Regierungsparteien eben in das regierungsamtliche und politische Handeln am meisten sozusagen intervenieren und beteiligt sind und somit logischerweise über alles, was irgendwie Nachrichtenwert hat, mehr im Kontext von der Regierungspartei berichtet wird. Das an sich ist also noch nicht jetzt wirklich sonderlich bemerkenswert. Aber wenn wir uns jetzt hier anschauen, ne, die 9 öffentlich-rechtlichen Formate bewerten die SPD im Saldo aus positiven und negativen Beiträgen noch relativ ausgewogen und damit deutlich weniger negativ als Union, Grüne und FDP. Das heißt, es gibt schon mal eine klare Tendenz des ÖRR, positiver über die SPD und auch alle anderen Regierungsparteien zu berichten, als über die Oppositionsparteien. Und hier sehen wir den ultimativen Beweis dafür, dass es eben diese politisch links-grüne Schlagrichtung gibt. Ja, wobei die sehr stark höher rot und links geprägt ist als grün, was mich jetzt auch überrascht hat. Hier seht ihr nämlich, schaut mal, die SPD wird relativ ausgewogen, negativ, ambivalent und positiv, ja, bewertet. Die Grünen schon deutlich negativer, aber immer noch auch positiv. Die FDP als letzte und kleinste Regierungspartei kommt schon noch deutlich negativer weg. Und jetzt schaut mal hier, CDU und CSU kommen eigentlich fast nur noch ambivalent und negativ bei weg, ganz wenig positiv. Und AfD und Linke sogar gar nicht mehr positiv, aber AfD kommt fast schließlich nur noch negativ vor. Ja? Und in den Vergleichsmedien ist das übrigens sogar relativ ähnlich, wobei da die Linken noch deutlich besser abschneiden. Ja? Aber das ist doch schon ultimativ. Und was ich noch heftiger fand, war hier unten diese Ausrichtung entsprechend einerseits der sozialstaatlichen Grundpositionierung oder der marktwirtschaftlichen Grundpositionierung. Hier sehen wir ganz klar den SPD-Einschlag. Schaut mal, Tagesschau, Heute, BR24, alle Formate, vor allem RBB und WDR, ja, haben eine ganz klar SPD-Sozialstaat orientierte Ausrichtung und eben keine marktorientierte Ausrichtung. Ja? Und das ist ja wirklich heftig. Und hier sehen wir es genauso nochmal, liberal-progressiv überwiegt deutlich gegenüber dem Konservativen hier. Und das
zeigt doch ein für alle Mal, da muss man auch gar nicht mehr großartig um den heißen Brei immer herumreden. Ja? Und das wird, kommt auch im Fazit der Studie ganz klar dazu, dass hier den marktwirtschaftlichen und eben konservativen Positionen nicht genug Raum gegeben wird. Und das Allerschlimmste, und das wird noch nicht mal hier mit drin diskutiert in dieser Studie, ist ja einfach diese ganz bewusste Manipulation, die ja einfach völlig verschwiegen wird. Und da geht ja auch in diese Studie leider überhaupt nicht drauf ein. Jetzt hatten wir nämlich schon wieder zwei Beispiele von den Demos gegen rechts. Ne? Hier haben wir nämlich zwei Interviews. Einmal vom SWR und einmal vom WDR. So, das SWR interviewt Susanne Wingerzahn, die Vorsitzende DGB Rheinland-Pfalz im Saarland, und Horst Wöge, oder Vögel, VdK-Landesvorsitzender. Und in beiden Fällen wird verschwiegen, dass beide im jeweiligen Rundfunksrat des jeweiligen Senders sind. Das müsst ihr euch vorstellen, ja? Also, die DGB-Vorsitzende hat 4 Posten beim SWR, ne? Und eben entsprechend der WDR-Rundfunk-Funktionär ist sogar auch noch im SPD-NRW-Landtag. So, das muss man sich mal vorstellen. Und das wird in keinster Art und Weise hier dann transparent gemacht. Ja? Und die wollen uns tatsächlich noch in irgendeiner Art und Weise weismachen, ja? Sie wären politisch neutral und so, wie Kai Gnifke es gesagt hat. Sie haben auch keinen missionarischen Eifer und so weiter. Naja, selbst die Studien offiziell belegen mittlerweile diese Lüge. Und daran sieht man eben auch immer mal wieder, was alle schon wussten, nämlich, dass diese öffentlich-rechtlichen Medien schon lange zu Regierungsmedien geworden sind.